Ein Ring mit 14 Stärke. Könnte ich ja auch geben eigentlich. Ja, warum nicht? Komm, scheiß drauf. Obwohl der Stärke eigentlich nichts bringt, aber egal, kriegt sie halt den. 16,3, egal. Der ist besser, das Schwert ist besser. Das Amulett ist auch besser. If you insist. If you insist. So, haben wir ja auch ein bisschen bessere Sachen beigegeben. Die scheiß Waffe schredder ich gleich hier. Den Gürtel schmeiß ich auf den Boden, ey. Schmeiß mal auf den Boden, lass es liegen. Was will ich mit dem Schild? Brauch ich nicht. Boah, viele Pots hier, ey. Schon alle möglichen Pots bekommen, echt. Ah, der Schuft hat was zu sagen. Was hast du denn zu sagen, Schuft? Ja, irgendwas über seine Brüder, über seine geteilten Brüder hat irgendwas zu sagen. Brothers divided, lass mal hören. Why didn't you become a guard like your brother? We're not much alike, really. He was always dependable and practical. A complete bore, I'd say. And you were drawn to trouble? Hardly. I was just amusing myself with the Thieves Guild. It was nothing serious. Until you were a wanted man. That may have been serious. Ein lustiger Dialog. Wenn ihr das Ganze mal auf Deutsch hören wollt, stellt einfach die Sprache auf Deutsch um und labert mit den gewissen Leuten, dann könnt ihr das Ganze auch auf Deutsch anhören. Ja, beim Schmied kann ich nichts machen, ich kann jetzt noch den Wegpunkt nehmen. Find Alcanus, das war die nächste Aufgabe. Alcanus habe ich ja eigentlich schon gefunden, ja, machen wir es noch, komm, ist egal. Nehmen wir das noch mit schnell, komm, nehmen wir es noch mit schnell. Es geht zack, zack hier. Cain Satchel, neuer Tagebucheintrag. Andariel, the Maiden of Anguish. Da geht's wohl um Andariel, die Jungfrau Anguish, ja, schwer zu übersetzen. Fällt mir jetzt gerade die dumme Übersetzung mal wieder nicht ein. Immer wenn man so bestimmte Wörter braucht, hier, die fallen einem dann einem nicht ein auf Deutsch. Hört's euch einfach mal an. Andariel was the only female evil. She aided the lesser evils for many years, but eventually she lost faith in their plots. Two decades ago, she chose to help Diablo during his resurgence and seize the Citadel of the Sightless Eye. Ultimately, she perished at the hands of brave heroes. Ja, wir haben den nächsten Checkpoint erreicht. Und jetzt müssen wir Gefangene retten. Ich befreie die mal schnell. Hau mal hier alles platt, ey. Kenne ich auch schon in- und auswendig, die Sequenz hier. Da gibt's noch eine Elite. Ja, komm her. Komm her. Zack. Richtig episch hier platt gemacht. Hey, was bist du? Bist du Schläge? Bist du Flügel? Ja, du wirst weggebasht. Geht's noch in den Alcanus-Keller? Geh mal rein. Da gibt's nämlich auch ein paar Gefangene. Zack, ja, alles hier platt machen und wegbashen. Massaker angerichtet, der 65 XP bekommen. Hier kurz die Gefangenen befreien. Ihr braucht hier nur 8 von 8 Gefangene zu befreien. Die bedanken sich natürlich für die Rettung. Und jetzt habe ich schon die Zusatzaufgabe erledigt. Ich nehme noch den Loot mit. Zack, zack, zack. Ups, das ist ja ein Gefangener, den ich gerade befreit habe. Kann ich natürlich nicht töten, wäre auch Blödsinn, den zu töten. Da geht's noch nochmal in den Keller, in der volle Sand ist. Komm her! Zack! Verkauen wir den. Bumm! Da fliegen die Körperteile durch die Gegend!
Juhu, es fetzt und es wird hier werden, die Fässer werden weggebasht. Boah, da fliegt alles durch die Gegend hier. Richtig viel kaputt machen, ey, ja. Und die nächsten Gefangenen. Ihr braucht ja nur 8 Gefangene zu befreien, dann habt ihr die Bonusaufgabe schon erledigt, aber ich mache halt alles. Bringt nichts, wenn ihr mehr befreit. 8 ist das Maximum. Näher ran. Dann. Und jetzt machen wir einen Seismic Slam. Brauche mehr Zeit. Ja. Oh, da kommt einer raus. Boah, der fliegt auch mal durch die Gegend, der lässt gleich seine Keule liegen. Der wird gecharmt, aber ich hau den weg. Kein Bock mit den Fingern zu sprechen, ja. Noch nicht bereit. Die Körperteile fliegen wieder durch die Gegend. Juhu! Blaues Item, oh, ein Dolch! Blaue Dolch! Eine Armbrust will ich Loot, egal, mitnehmen. Kiste, Gefangener, noch aufmachen. Oh, thank you. Da unten am Arsch alles aufgemacht. Dachte ich hier, manchmal ist hier noch ein Tagebucheintrag, der einfach so rumliegt. Nicht immer, aber manchmal. Okay, bei mir jetzt diesmal nicht. Die Barrikade machen wir kaputt. Laden wir uns noch auf und dann machen wir das hier. Machen wir Rundumschlag hier. Und nochmal Rundumschlag. Zack. Die Viecher hier, Blutflecken über, wow, die gehängt, aufgehängte Leute, Körperteile, der nur noch halbe Leiche aufgehängt. Da fehlen die Beine in der Hälfte durchgetrennt, wow, widerlich hier. Da hängen die Körperteile überall rum und tote Menschen. Zack. Drei mit einem Schlag hier erwischt. Eine Pike. Komm her. Ja, jetzt komm. Helf mal, fight mal Mitte. Ja, den Speer benutzen hier. Stunnen. Stunnen, was das Zeug hat. Bam und wegbashen. Bash. I bash. Hardly. Komm doch, komm doch. Du kannst nix, du kannst nix. Ja, Level 20. Achievement. Hardcore Level 20 erreicht. Und wir haben einen neuen Skill freigeschaltet. Whirlwind Angriff. Den mag ich eigentlich nicht so. Er ist nicht schlecht, aber ich zeig's euch einfach mal. Damit ihr mal seht, wie der Skill aussieht. Revenge mit einer neuen Rune, genau, gain Fury and Life when Vengeance is used, das ist sehr gut. Und eine neue passive Fähigkeit habe ich bekommen. Berserker Range, you inflict an additional 25% damage while at maximum Fury. Ja, wenn ich maximum Wut habe, mache ich 25% mehr Schaden. Oder Inspiring Presence, dann haben meine Shouts die Zeit der Shouts hält einfach länger, ist verdoppelt, wird verdoppelt, und nach jedem Shout, also Brüller, den ich ablasse, regeneriere ich 1% von meinem maximalen Leben für 30 Sekunden lang. Your Shouts are Battle Rage, Threatening Shout und War Cry. Ja, aber da ich habe momentan Weapon Master hier genommen mal, weil ich eine Mighty Weapon habe, die gibt mir 3 Fury pro Treffer.
Und dann nehme ich als zweiten Skill natürlich, your armor is increased by 100% of your vitality. Nämlich Nerven aus Stahl. Ich habe 1700 Lebenspunkte. You haven't a prayer. Ein bisschen könnten wir schon die Effekte lauter stellen. Effekte vielleicht auf... Und die Ambient Volume auch auf 50 stellen. Die Musik auch vielleicht nochmal ein bisschen erhöhen. Die Master Volume auf 55 vielleicht stellen. So. Probieren wir es mal so. Ja, das ist noch akzeptabel. Nicht so laut. Gut. Haha, verzaubert und jetzt wird weggeholzt. Ach, was nehme ich den Scheiß mit? Schmeiß auf den Boden, ey, cracked. Die Kiste will ich mitnehmen. Das kann man schon mitnehmen. What could drive the coven to such blind cruelty? Eine Tortured Coven Minion. Missives to Magda Part 2. Teil 2, den habe ich auch schon mal gehabt. Den Teil 1 hätte ich gerne gefunden, aber den habe ich leider nicht gefunden. Egal, hören wir uns an. Magda, such sad, sad tales have reached me of your truly abysmal failure to stop the enemy at the Cassine Outpost. But at least the enemy's spy has been found. Once we eliminate her and her allies, this obnoxious little world will fall to me, and perhaps you, if you survive. Tja, und da ist das Lair of the Witch, sozusagen. Da ist die olle Hexe. Magda, die wir jetzt töten werden für ihre Rache, für den blutigen Tod, den sie Deckard Cain beschert hat. Magda, in the flesh, your illusions cannot protect you now. It matters not. While you hunted me, Belial's Imperial Guard captured your little witch Leah. Soon, her power shall be his. Ja, und ich, während ich Magda gesucht habe, hat Belial Leah gefangen genommen. Aber das macht nichts. Das war Whirlwind, den dann tut ihr euch praktisch sozusagen benutzt, was ihr einen hat. Das Einzige, was ihr jetzt machen müsst hier bei dem Kampf, ist immer Magda, wenn nachdem sie runtergeschlagen hat, wenn sie eine Zeit lang nicht treffen, dann steht immun dran. Steht jetzt gleich, steht ihr. Dann kommen nämlich diese vier weg. Nachdem ich das platt machen, dann könnt ihr sie wieder treffen. Und ihr solltet auch nicht unbedingt in diese Viecher da reinlaufen. Die können nämlich auf Alphorn später richtig scheiße werden. Richtig wehtun. So, meine Revenge Girl. Sammle ich alles mit, wenn jetzt wird sie getötet. Das war Magda. The witch is dead. She was consumed by shadow. It pains me to see it. Health Potion. Und ich habe meinen ersten Edelstein gefunden. Ein Chipped Ruby. Lucky Kite Shield of the Lion. Eater Shield. Und ein neues Wissen. When I joined the coven, it was weak and idle. The leaders were content to do nothing. While the prime evils were imprisoned, I convinced another witch to help me poison them, and together we took control. She left some years later, but I continued, bringing the coven to glory under Lord Belial. Ja, dann schauen wir uns mal doch die Waffe schnell an. 18,6 Schaden plus 3 Stärke plus 4 Vita für einen Barbaren. Ja, ist nicht schlecht. Level 9 ist das Requirement. Kann man im Aktionshaus gut verkaufen. Hat 3 Stärke, 3, 4 Vita. Ist ganz, ganz brauchbar. Level 9. Gar nicht schlecht. Zweihandstab mit 30 Vita. Kann ich nicht gebrauchen. Wird verkauft. Wird geschreddert, besser gesagt.
Den Edelstein, den könnt ihr dann zum Beispiel, wenn ihr Waffen habt, die einen Sockel haben, könnt ihr dann dort einschmieden. Ich habe jetzt aber leider gar nichts hier mit Sockeln. Das zeigt, da werden wir bestimmt auch noch eine Waffe mal finden und später dann auch mal ein bisschen sockeln. Es gibt 4 verschiedene Edelsteine-Sorten. Es gibt also die 4 Hauptattribute, die ihr halt habt. Stärke, Geschicklichkeit, Intelligenz und Vitalität. Rote, das ist zum Beispiel entweder hauptsächlich für Stärke oder für Schaden. Wenn ihr den zum Beispiel eine Waffe einschmiedet, bekommt ihr mehr Schaden. Wenn ihr einen Helm einschmiedet, bekommt ihr mehr Erfahrungspunkte. Und alles andere, also alle anderen Sockels, also zum Beispiel jetzt Brust, Schild, gibt plus 6 Stärke, also gibt einfach Stärke dazu. Die anderen Farben, die werden wir dann im Laufe des Spiels bestimmt noch finden, entdecken. Es sind, ich kann es euch jetzt schon sagen, gelb ist Intelligenz, grün ist Vitalität und lila ist, grün ist Geschicklichkeit, meine ich, genau, und Vitalität ist lila. Und hier geht es jetzt wieder raus nach Alkanos und ich muss jetzt zurück in die Stadt. In her final desperate moments, Magda swore that the demon lord Belial would soon rule our world. I am all that stands between him and the end of mankind. Ja, eine kurze Zwischensequenz und da ist Tyrael, der hat die nächste Aufgabe für uns. Before I killed her, Magda told me that the Imperial Guard had captured Leah. But at the Kasim outpost, the guards revealed themselves to be serpent demons of Belial. Then they must be holding the Emperor against his will. I tremble to think what Belial might do with Leah and her growing power. The only chance we have to rescue Leah is to wrest the Emperor from the grasp of the Imperial Guard. Ashira of the Iron Wolves can get us to the Emperor. I will speak with her. Ja, das ist meine nächste Aufgabe. Ich muss jetzt mit Ashira praktisch an den Stadttoren von Chaldeum reden. Aber jetzt hat Tyrael noch kurz eine Aufgabe. Oder beziehungsweise kann ich noch mit Tyrael reden. Über seinen Sturz, also über seinen Fall sozusagen. Vom Himmel. How did your fall raise the dead? You were an angel. Not just any angel. I was the Archangel of Justice. My fall awoke the vengeful dead who were slain unjustly during Diablo's reign of terror. There was nothing I could do. As my power left my body, I had absolutely no control over it. Ja, als seine Kraft sozusagen, er war ja der Erzengel der Gerechtigkeit und als seine Kraft ihn verlassen hat, hatte er einfach keine Kontrolle mehr über die Macht, die er entfacht hat, sozusagen auch, denn das Böse wurde natürlich auch dadurch angezogen. Und über Chaldeum, was gibt's darüber zu erzählen? Chaldeum is the greatest city in the world, the seat of the Empire of Khajistan. I have heard it called the Jewel of the East. Its libraries overflow with undeciphered tomes of arcane knowledge. Its streets cover labyrinthine tunnels. It is a city of wonder and mystery. Und die Gefangenen, also die, nicht die Gefangenen, sondern die Refugees, ja, die Flüchtlinge in Chaldeum? I do not know how these refugees persevere. Their situation is dire, and it seems there is little hope for them. Where do they find the strength to carry on? Suffering is what makes us human. You suffer, but you go on. The human spirit never ceases to amaze me. Ja, und um die Korruption, Corruption, was gibt's da zu erzählen? I feel Belial in the very air. I see his shadow behind haunted eyes. Hear his voice whispering lies on the wind. He need not bring an army to this city. It is his already. Ja, und Belial musste nicht mal eine Armee hierher bringen, denn es durch die ganzen Lügen, die er verbreitet hat, sind sie ihm sozusagen schon verfallen. Und jetzt hat Hedrick auch noch was zu sagen. Über, wie hat er denn Mira getroffen, also Meeting Mira? Did you meet your wife here? It's actually quite a tale. We met in a town not far from here, on the outskirts of Kurast. She was
Well, you're not gonna believe it. She was locked in a cage. Your wife was a criminal? No. They were gonna burn her as a witch. You wed a witch? Let's talk about this another time. Lass uns darüber ein anderes Mal reden. Er hat anscheinend eine Hexe geheiratet. There ain't no gun. Most of my items have almost no blood left on them. Die Geschichte wird dann fortgesetzt. Ich verkaufe jetzt noch schnell den Loot. Gut, gut. Wir haben schon 32.000 Gold zusammen. Lalalala, ich könnte mir jetzt eigentlich einen zweiten Slot hier kaufen für 10.000. Ja, das werde ich auch tun. 10.000 investiere ich mal, komm. Habe ich ein bisschen mehr Platz in meinem Hardcore-Stash. Und ich verabschiede mich und sage ciao, bye bye, bis zum nächsten Mal in Diablo 3 mit eurem Daniel the Dirty. Bye bye.